Klimawirtschaftswunderplan vorgelegt. Und jetzt ist ja natürlich die Schlüsselfrage, die alle interessiert, wie wollen die neues Geld erzeugen? Wie wollen die denn ein Wirtschaftswunder erzeugen, wenn Frau Merkel ja eigentlich gerade davor steht, dass wir vor einem Abschwung stehen? Dass Professor Sinn, Hans-Werner Sinn, so der berühmteste Volkswirt Deutschlands, IFO-Institut, hat gerade an der Uni München einen Vortrag gehalten, wo er sagt, wir laufen jetzt gerade mitten auf die Transferunion hinaus. Das würde bedeuten, dass wir in Deutschland mit unseren Steuergeldern im Prinzip in Zukunft dauerhaft Griechenland, nicht nur die DDR, die wir ja immer noch mit 60 Milliarden jedes Jahr ernähren sozusagen, müssen wir in Zukunft dauerhaft Griechenland, Italien, Spanien und eventuell noch Portugal ernähren. Das ist das, was Professor Sinn sagt, das kommt jetzt auf uns zu. Von daher wird es in Deutschland und Europa keinen wirtschaftlichen Erfolg mehr geben, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir das gerade noch finanziell gewuppt kriegen. Und dieses neue Geld soll erzeugt werden. Jetzt fange ich mal nur, mach mal nur eine von 20 Reformen. Ja, nur eine von 20. Da vorne wäre jetzt mein Hausarzt. Und der würde mir in Zukunft, erstmal würde der entlastet werden von all dem Papierkram. Ärzte beklagen sich im Moment fürchterlich darüber, dass sie sagen, mehr als 50% meiner Arbeitszeit verliere ich jeden Tag an den Papierkram. Ich kann mich gar nicht richtig den Menschen widmen. Ja? Und das heißt, das würde mit einem Federstrich mit der Reform weg sein. Er hätte also mehr als 50% seiner Arbeitszeit kriegt er frei. Und was macht er in der Arbeitszeit? Er bietet mir spaßmachende, entertainmentmäßige Gesundheits-, Ernährungs-, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, Gesundheitssportverein, alles kostenlos, weil das ist ja mit dem Krankenversicherungsbeitrag alles abgegolten, ja? Quasi so eine Art Gesundheitsgemeinde entsteht. Und dann sagt der Arzt Christian Zimmermann, das ist der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbands, dass wir dann Minimum jedes Jahr 70 Milliarden plus machen dadurch. 70 Milliarden neues Geld. Erstmal so dieser Grundgedanke. Wir machen Prävention, wir sorgen dafür, dass unsere Kinder zum Beispiel weniger Übergewicht entwickeln, weniger Diabetes entwickeln, gesünder aufwachsen, dass schon die Kinderärzte in den Schulen, in den Kindergärten und so weiter mit an dem Präventionsunterricht, auch die Zahnärzte natürlich auch an dem Präventionsunterricht beteiligt sind. Und zwar so, dass sie das meiste Geld verdienen, wenn ich nie krank werde. Also wenn die Kinder zum Beispiel nicht krank werden, kriegt für jeden gesunden Monat der Arzt Geld ausgeschüttet, pauschal. Von seiner jeweiligen Krankenkasse, die für diesen, ja, es wählen sich ja immer 1000 Leute einen Hausarzt und die haben alle verschiedene Krankenversicherungen. In jeder Krankenversicherung gibt es dann ein Konto für diesen Arzt. Und wenn die Leute gesund bleiben, kriegt der Arzt einfach was ausgeschüttet jeden Monat. Ne? Und so kommt dann seine neue Einnahme zustande. Also er kann nichts Einzelnes mehr abrechnen. Alles, was er macht, so an Behandlung, ist so seine Sache. Er macht seine Präventivkurse und wenn die Leute nach Möglichkeit gar nicht krank werden, kriegt er die meisten Honorare überwiesen. Hm? Was halten Sie von diesem Grundansatz, Deutschland völlig neu zu denken auf diese Weise? Also vom Grundansatz Prävention halte ich viel. Ich sehe aber ein paar Haken. Und zwar Nummer eins, glaube ich, dass Ärzte momentan tatsächlich nicht unbedingt die beste Ausbildung dafür haben, um diese Prävention zu leisten. Und um diese, das dauert locker 20, 30 Jahre, bis so ein Umschwung da ist. Es ist so. Da darf ich da gleich widersprechen. Sie haben vollkommen richtig. Also Frau Professor Michaela Döll, eine der besten Ernährungsmedizinerinnen, die täglich Ärzte weiterbildet in Richtung Präventivmedizin, ja, sagt, das ist im Moment unheimlich schwierig, weil die Ärzte ihr immer wieder sagen, aber wenn ich das dann in meiner Praxis mache, verliere ich aber bares Geld. Ja. Und die Professoren sagen, sie würden kostenlos mit den Fernsehsendern Deutschlands, kostenlos Gesundheitsshows machen, Ernährungsshows und so weiter, also wo sie alles, was sie präventivmedizinisch drauf haben, kostenlos der Bevölkerung und der Ärzteschaft als Lehrvideos quasi zur Verfügung stellen, sodass jeder Arzt in diesen 50% frei werden der Zeit sich direkt einarbeiten kann, dass aus ihm, der ja noch nie was über Prävention gehört hat, im Studium vielleicht mal eine Stunde oder zwei über Prävention gehört hat, dass der jetzt plötzlich innerhalb von wenigen Monaten
quasi alles erfährt, von den Professoren alles erfährt, was die in 51 Jahren Wissenschaft über Prävention rausgefunden haben. Da wird er quasi auf den neuesten Stand des neuesten Standes gebracht. Und dann hoffe ich, dass es schneller geht als 20 Jahre. Aber Sie haben natürlich recht, alles dauert Zeit. Ja, ich sage es nur aus den Dingen, die ich aus der Schule weiß. Und da sagt tatsächlich die Forschung, dass was in der Uni jetzt gelehrt wird, bis es tatsächlich in der Schule umgesetzt wird, weil Sachen zu wissen und Sachen umzusetzen sind ja auch immer noch zwei Paar Schuhe. Es ist noch viel schlimmer, als Sie es jetzt geschildert haben. Das, was die Spitzenwissenschaftler, also diese 23 Professoren rausgefunden haben, das dauert jetzt erst mal 20 Jahre, bis es an der Uni Standard wird. Und dann dauert es wieder 20 Jahre, bis es in der Bevölkerung und so weiter. Aber das ist ja das Schöne, dass dafür, jetzt kommen die da ins Spiel. Fridays for Future haben mich gerade wieder angesprochen und so weiter, auf unseren Reformansatz hin und so weiter. Weil, stellen Sie sich jetzt vor, ganz praktisch, hier stände jetzt Greta Thunberg. Hier säße jetzt neben Ihnen Greta Thunberg. Sie kennen die. Können Sie sich vorstellen, wie viele Kamerateams jetzt um uns herum wären? Ja, und dann würde da eine Pressekonferenz gemacht werden mit dieser ehemaligen Bundesgesundheitsministerin und so weiter. Und die sagt dann, ja, wir haben dazugelernt, seit früher wussten wir nicht, wie das geht. Wir haben es jetzt verstanden. Wir haben, yes, we can now. Und jetzt, liebe junge Leute, Frau Kanzlerin Merkel, bitte versprechen Sie den jungen Leuten von jeder Milliarde, die wir kostenlos in Ihren Ministerien erwirtschaften durch diese Reformen. Es sind ja 20 Reformen. Ich habe jetzt nur mal eine rausgenommen. Davon bitte versprechen Sie den jungen Leuten, dass sie 5% für die Wirtschaftsförderung verwenden und natürlich Entschädigung hat immer Vorrang. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwo Kohlemitarbeiter arbeitslos werden, die müssen als erstes, muss denen geholfen werden. Aber in der Summe ist es so, von den dann übrig bleibenden Geldern nach der Entschädigung und nach den 5% Wirtschaftsförderung bleiben die restlichen 95% werden fürs Klima verwendet. Und das sprechen Sie bitte, Frau Merkel, jetzt mal der Greta Thunberg in die Hand. Und die Journalisten werden das überwachen und werden nachrechnen, ob das stimmt. Und die Professoren werden nachrechnen, ob das stimmt. Die Volkswirtschaftler werden nachrechnen deutschlandweit, ob die Sachen stimmen. Und dann haben wir einen guten Deal für die Zukunft. Und daran glauben wir, dass wir heute mit diesen Massenmedien, ja, auch diese Videos hier, 80 Interviews, die überall zu hören und zu sehen sind, ja, dass heute sowas eigentlich manchmal innerhalb von Minuten sich Dinge über den gesamten Erdball verbreiten können. Und daran, da denken wir, dass es halt hoffentlich schneller geht. Also so viel zu dem ersten Einwand. Sie hatten aber noch weitere. Ja, das ist auch das, was ich am problematischsten gerade sehe. Ja. Sie hatten gesagt, dass das Geld dementsprechend oder dass die Entschädigung des Arztes dementsprechend fällt, je nachdem, ob Leute gesund bleiben oder nicht. Ja. Und da denke ich, dass dann auch schon eine starke Selektion in deinem Patientenklientel passieren kann. Denn wenn jemand eine Grunderkrankung hat, ist er häufiger beim Arzt, ja, hat er häufiger auch akute Dinge. Und der Arzt würde für ihn persönlich weniger Geld bekommen, weil der Mensch ja nicht gesund ist, sondern öfters ins Krankenhaus muss, teure Medikamente braucht, was ja von seinem Gesundheitsausschüttungszuschlag im Prinzip abgeht teilweise. Ja? Und da haben Sie vollkommen recht. Und daran haben deswegen haben die Professoren so lange gebraucht, 51 Jahre, weil sie technische Lösungen finden mussten, wie genau das nicht stattfindet, was sie nämlich gerade ins Auge gefasst haben, nämlich dass der Arzt anfängt, unliebige Patienten loswerden zu wollen. Und genau das Gegenteil muss ja sein. Also er muss ja eigentlich, wir wollen ja eigentlich für die chronisch Kranken eher die bessere Versorgung und nicht jetzt, dass die Ärzte sie rausekeln und so von Praxis zu Praxis getrieben werden. So nach dem Motto, wir wollen euch nicht, ich will euch auch nicht und die wollen uns auch nicht. Da gibt es zwei technische Lösungen für, ich sage Ihnen mal die brillante Lösung, die ist allerdings die aufwendigere. Das ist die sogenannte, das ist die große Lösung. Und bei dieser großen Lösung errechnet man für jeden Versicherten, auch anhand der Vorgeschichte seiner Familie, weil ja manche Sachen ja auch durchaus genetisch manchmal sein können oder auch sozial vererbt sein können, ein bestimmter Lebensstil, der in bestimmten Familien herrscht, ja. Und dadurch hat man dann so eine Gesundheitskostenerwartungskurve, die bei chronisch Kranken ja schon mal sehr hoch liegt und immer noch höher wird normalerweise. Und jetzt passen Sie auf, jetzt wird das ärztliche Honorar nicht danach berechnet, ob die Leute gesund bleiben, sondern
wie die Diskrepanz zwischen ihrer Erwartungskurve und der tatsächlichen Kostenkurve ist. Also wenn die etwas weniger operiert werden müssen, weil die Prävention durchaus auch bei den chronischen Kranken so ein bisschen was bewegt, dadurch entsteht eine Kurvendistanz. Ja? Und aus dieser Kurvendistanz wird dann wieder der Ausschüttungswert für den Arzt berechnet. Und das heißt, dass die Ärzte quasi sagen würden, liebes Deutschland, alle Kranken kommt zu mir. Ich traue mir da was zu, alle chronisch Kranken. Und ich kann an euch mehr verdienen als an den chronisch Gesunden, weil die Ausschüttungen dann höher sind. Wenn ich bei den chronischen Kranken ein bisschen was bewege, kriege ich mehr Ausschüttung, als wenn ich die Gesunden gesund halte. Ja? Verstehen Sie diese Logik? Ja, verstehe ich bis hierhin erstmal. Also ist mir schlüssig, finde ich auch nicht unsinnvoll. Also prinzipiell finde ich das Präventionsprinzip auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, und das wird in keinem Bereich unserer Politik momentan gemacht. Ja. Alles überall wird erst gehandelt, wenn es zu spät ist. Ja, ja. Also diese Umdenke kann ich definitiv unterstützen.